Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 League News Update. Die meisten Leaks von Shrugtall oder bei Shrugtall entdeckt, wie so einiges von ihm meistens. Gestern habe ich erst ein Video rausgehauen, wer das verpasst hat, verlinke ich euch nochmal. Gibt es auch eine Menge Season 10 Informationen. Was habe ich heute für euch? Eventuell die Waffe, die ins Care Package zurückgeht oder erstmalig ins Care Package geht und welche Waffe wieder rauskommt in Season 10. Sehr interessant, welches wahrscheinlich Indizien zufolge in Season 10 die neue Waffe wird. Wir haben einen neuen Spielmodus, den Shrugtall in dem neuen Patch 9.1 entdeckt hat. Er war auch derjenige, der vor, ich glaube, über zwei Seasons, er hat es vor Ewigkeiten schon entdeckt, den Arena-Modus in den Gamefiles entdeckt hat und hat auch entlarvt, welches die erste Map, also Artillerie ist und wie das so grob vonstatten läuft. Und da hat er damals von der Artillerie eine Karte gemalt mit verschiedenen Punkten und ungefähr so ist es auch eingetreten und genauso ein, ich sag mal, so eine Map hat er jetzt für Olympus gestaltet, wo der neue Spielmodus eventuell stattfindet. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob das Battle Royale lastig Arena-Modus extra was Neues ist oder ob das was völlig Neues ist, ist aktuell noch nicht bekannt, sollte klar sein, auch Teamgrößen und so weiter. Welches wird das nächste Erbstück? Respawn scheint jetzt einem gewissen Muster zu folgen. Das haben wir jetzt in dieser Season mit Revenant gehabt und in der nächsten Season scheint es mit Ramparts so zu sein. Auf was ich da genau hinaus will, gehe ich gleich drauf ein. Wir fangen am besten erstmal mit dem Screenshot für die Game Files, die Shrugtall entdeckt hat, an. Diese Geschichte läuft unter dem Codenamen Capture und Shrugtall übersetzt das nicht anders als der Herrschaftsmodus in Call of Duty. Wir kennen das, wir haben Punkt A, B und C. In Punkt A, also das sind auch Spawnpunkte, Punkt A spawnt ein Team, Punkt C ist ein Team und in der Mitte ist Punkt B und grob so könnte das in Apex Legends kommen, bloß mit natürlich gewissem Apex Legends Style. Aber wie genau das aussehen könnte, hat er hier zusammengezeichnet. Das ist nämlich der erste Spot, wo wohl eventuell dieser Modus ausgetragen werden könnte. Und wie gesagt, das kann sein, dass das noch eine Weile hin ist. Wir haben zwar jetzt in den nächsten anderthalb Wochen kommt ein neues Event. Das kann sein, dass das nur, wie gesagt, das ist jetzt das aktuelle Video, was ich gestern rausgehauen habe. Schaut da gerne nochmal rein. Es kann sein, dass das nur ein kosmetisches Event ist. Es kann sein, dass es ein Arena-Event ist. Vielleicht ist da hier schon irgendwas integriert. Ich glaube aber nicht so wirklich dran. Also genießt gewisse Sachen auch mit Vorsicht. Jedenfalls haben wir an diesem Spot oben links auf Olympus Punkt A, B und C, die gilt es wohl einzunehmen oder eben zu verteidigen. Und warum ist es unbedingt hier? Denn wir haben nämlich diese Parking-Plattformen, die sind auf einmal vor ein paar Tagen auf Olympus aufgetaucht. Wird vielen von uns nicht bewusst sein, weil wir alle die Originalmaps wie die Bekloppten suchten und kaum Ranked spielen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe mich bis jetzt immer noch nicht überzeugt, ob diese Plattformen tatsächlich da sind, aber 6 Plattformen an der Zahl sollen es sein. Und genau diese hat Shrugtall hier auch eingezeichnet. Einmal hier in diesem roten Kreis und einmal in diesen blauen Kreisen. Und es könnte in Verbindung mit diesem neuen Modus stehen, wo wahrscheinlich in diesen Kreisen auch Tridents spawnen. Wo wir wahrscheinlich selber spawnen, wenn wir drauf gehen. Das heißt, es könnte ein schneller Modus sein. Nicht wie in der Arena, du wirst weggeballert und dann musst du erstmal warten, bis diese eine Runde zu Ende ist. Sondern du gehst drauf, spawnst an einem dieser Punkte und könntest wahrscheinlich mit einem Trident auf dieser Parking-Plattform so ein Trident finden und kannst dann wieder in die Action reinpushen. Also Shrugtall und auch ich vom Logischen her, wenn ich vom COD-Style ausgehe, gehe davon aus, dass es ein schneller Modus sein wird, wo man nicht auf den Spawn warten muss. Jedenfalls nicht so lange wie im aktuellen Arena-Modus. Und auch die Teamgrößen 3 gegen 3 in einem Herrschaftsmodus macht für meine Begriffe logisch gesehen eigentlich nicht viel Sinn, weil 3 gegen 3 und dann Herrschaft, ich glaube, das klingt sehr, sehr langweilig und viel Action. Deswegen gehe ich davon aus, also wenig Action wollte ich sagen, also gehe ich davon aus, und auch Shrugtall geht davon aus, dass die Teamgrößen vielleicht deutlich größer sein könnten. Dort bleibt es dann halt abzuwarten, sind es wirklich 2 Teams, große Teams, wie die Legenden und ihre Skills da Einfluss drauf haben oder vielleicht sogar die Skills deaktiviert sind. Das wäre natürlich auch mal eine Sache. Ein Modus ohne Skills, das würde ich auch mal feiern. Dummy-Modus.
war einer meiner Favorites, muss ich einfach mal sagen. So, jetzt kommen wir mal von diesem Modus weg. Jetzt kommen wir zur Dragon LMG. Auch schon vor Monaten mal drüber gesprochen, haben die Devs in einem Stream schon mal gezeigt, versehentlich oder absichtlich sei mal dahingestellt. Das ist die Dragon LMG. Ist der Spitfire sehr ähnlich? Ist eine leichte Waffe, wahrscheinlich standardmäßig erstmal 25 Schuss. Warum man das weiß, zeige ich euch gleich. Mit einer sehr, sehr hohen Feuerrate, aber geringerem Damage als die Spitfire. Sie wird vielleicht ein Stück weit leichter zu handeln sein, wobei eine deutlich höhere Feuerrate, ja, wahrscheinlich mehr Rückstoß. Lassen wir uns mal überraschen, auf jeden Fall deutlich weniger Damage. Diese Waffe soll in Season 10 kommen. Warum? Auch hier gibt es schon eine Weile Game Files in dem Spiel. Und hier haben wir von der Dragon LMG das Rückstoß-Pattern als Game Files halt. Und die sind jetzt urplötzlich kurz vor Season 10 aus dem Spiel verschwunden. Warum ist das jetzt ein Indiz dafür, dass die in Season 10 kommt? Ein anderer Dataminer, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, tut mir leid, ich habe den nur grob aufgegriffen bei diesem Argument, nämlich ihm ist aufgefallen, dass etwas, was kurz vor Release ist, meistens kurz vor Release aus den Gamefiles verschwindet, was ziemlich kurios ist. Und die Sachen rund um die Dragon LMG sind aus den Gamefiles eben jetzt aktuell verschwunden. Eigentlich war die KSMG oder die Hellfire LMG hoch im Kurs. KSMG hat der Respawn selber gesagt, ja, also die haben zwar nicht gesagt, ja, es gibt Gamefiles dazu, es sind nämlich neue Gamefiles seit ein paar Wochen drin von der KSMG, aber sie haben vor kurzem erst gepostet, diese Waffe soll eigentlich gar nicht ins Spiel kommen. Ich glaube aber immer noch nicht dran, weil es gibt schon seit Anfang von Apex Legends Audio-Files, wenn du diese Waffe pingst. Also warum soll die Waffe nicht kommen? Das macht für mich keinen Sinn. Und die Hellstorm LMG, davon habe ich noch nicht viel gehört, hörte ich jetzt vor ein paar Tagen erstmalig. Auf jeden Fall soll es die Dragon LMG sein. Jetzt kommen wir erst einmal zur Prowler. Die Prowler soll aus dem Care Package rauskommen, was mich einerseits freut, aber freue ich mich darüber, dass die Spitfire wohl angeblich ins Care Package kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Da hätten sie jetzt für diesen kurzen Moment wahrscheinlich die Spitfire nicht nerven brauchen, wenn das wirklich passiert. Gebt mal eure Meinung ab. Was sagt ihr zum Event, zum Spielmodus? Findet ihr es geil, dass die Prowler wahrscheinlich zurückkommt und die Spitfire rein? Und jetzt kommen wir zum nächsten Erbstück. Wie gesagt, Krypto und, habe ich das schon gesagt am Anfang des Videos, weiß ich gar nicht. Also Rampart soll das nächste Erbstück bekommen. Eigentlich ist Krypto oder Watson schon lange, lange, lange an der Reihe. Warum die beiden ihr Erbstück noch nicht bekommen haben, kann ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen. Auf was wollte ich mit dem Rampart bzw. Revenant Muster hinaus? Wir haben jetzt ein Muster erkannt. Rampart kriegt einen fetten Buff und mitten in der Season, nicht mal zum Split, mitten im Split 2 kommt auf einmal ein Patch 9.1 mit einigen Änderungen. Es kommt ein Erbstück, es kommt ein Collection Event und es kommen einige Buffs und Nerfs und am höchsten wurde natürlich Rampart, Revenant wurde gebufft und genau das ist nämlich der Punkt und das Indiz, warum in Season 10 man davon ausgeht, dass nicht Krypto oder Watson, wo es immer noch keine Gamefiles zu den Erbstücken gibt, sondern dass es Rampart ist. Dort gibt es nämlich schon animierte Bilder, habe ich mir hier gespart. Es ist ein Schraubenschlüssel. Ich finde es mega langweilig und ich weiß nicht, wie man Schraubenschlüssel so toll animieren kann, dass die Leute sagen, ja, lasst uns jetzt unbedingt auf das Collection Event in Season 10 warten. Und das ist nämlich die Vermutung und das Muster, was ich meinte. Respawn selber hat nämlich gesagt, Rampart, jetzt wollte ich Revenant sagen, Rampart bekommt ihren Buff mitten in Season 10. Also nicht zum Start oder zum Split, sondern wirklich eher nach Split 2. Und genauso ist es jetzt mit Revenant gewesen. Erinnert euch vielleicht, wer regelmäßig einschaltet. Revenant wurde schon vor anderthalb Seasons, glaube ich, hieß es schon. Der bekommt eine Hitbox-Verkleinerung, der soll einen Infinite Climb bekommen und jetzt anderthalb Seasons später hat er das endlich bekommen, aber Respawn selber hat es diesmal angekündigt, dass es Mitte, Ende Season 10 wird, also gehen wir davon aus, in Season 10, wenn dann das Collection Event kommt, wird Rampart diesen fetten Buff bekommen und ihr Erbstück und wer noch nicht weiß, wie der Buff aussehen soll, angeblich soll Rampart Sheila nicht nur aufstellen können. Ob sie das dann immer noch kann, weiß ich nicht. Aber angeblich soll sie dann wie eine Gatling
tragen können und soll damit durch die Weltgeschichte spazieren können. Wie agil natürlich Rampart nachher dabei ist, das bleibt erstmal in den Sternen. Es klingt aber nach einem heftigen Buff, genauso wie es mit Revenant damals war. Also gehen wir davon aus, dass Rampart die nächste Legende mit dem Erbstück ist und nicht Crypto oder Watson, die es schon lange verdient haben. Ladies and Gentlemen, das war's mit meinem Leak News Update. Hat's euch gefallen? Daumen da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, trotzdem Daumen da lassen. Aber wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Seid ihr schon lange da und habt noch nicht abonniert. Das ist der leichteste und vor allem den kostenloseste Weg, mich weiterhin zu unterstützen, den Algorithmus zu pushen, dass meine Videos weiterhin erfolgreich bleiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream auf Twitch. Wir sehen und hören uns. Haut rein. Ciao.